Wir kommen zum letzten Tagesordnungspunkt für heute. Nummer 21, Kulturdenkmal Sachsenbad erhalten. Einreicher CDU-Fraktion zur Vorstellung, Herr Böhm, bitte schön. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Sachsenbad, ein Thema, welches im Stadtteil Pieschen von großem öffentlichem Interesse ist, dessen Schicksal von manchen Befürwortern einer Wiedernutzung als Schwimmbad auch mit der Frauenkirche von Pieschen verglichen wird. Hierfür fehlt es bislang von Seiten der Politik und von der Verwaltung an Lösungsansätzen. In den Jahren 1928 und 1929 von Paul Wolf im Stile des neuen Bauens erbaut worden, wurde es aus bautechnischen Gründen 1994 geschlossen und fristet seitdem ein trostloses Dasein. Im Laufe der Jahre wurden immer wieder leider erfolglose Versuche für eine Sanierung des Schwimmbades oder zuletzt auch als Nutzung als Schulgebäude unternommen, wobei mögliche Lösungen oftmals an zu hohen Baukosten und im Vergleich zu Neubauten von Schulen oder auch zu Schwimmbädern und nicht zuletzt auch mangels Suche nach alternativen Nutzungsmöglichkeiten oder am Widerstand verschiedener Bürgerinitiativen und nicht zuletzt am Denkmalschutz scheiterten. Auch wir als CDU und insbesondere die Pieschener CDU hatten im Verlauf der Jahre unterschiedliche Auffassungen zum weiteren Umgang mit dem Gebäude. Da sowohl das bauliche Schicksal des Gebäudes als auch das Thema Schwimmbad in Pieschen andauernd im Stadtteil und dabei teils sehr kontrovers diskutiert wird, soll unseren Antrag nun das ganze Thema vom Kopf auf die Füße stellen und zunächst einmal von der Verwaltung sämtliche mögliche Handlungsoptionen prüfen lassen, welche in einem absehbaren Zeitraum zu einer Entscheidungsvorlage für den Rat führen sollen. Insbesondere auch aufgrund der erfolgten Petition, welche nur auf eine Badnutzung abzielt, ist dieser Antrag aus unserer Sicht der richtige Weg, um sich dem Thema in Gänze zu widmen. Ganz bewusst haben wir den Antrag relativ offen formuliert und sowohl in den Ausschüssen als auch in den Ortsbeiratssitzungen oder in der Ortsbeiratssitzung alle Interessenten zur Mitarbeit eingeladen. Wenngleich gerade bei diesem Thema die Beschlussempfehlung des Ortsbeirates Pieschen besonders schwer wiegt, konnte nicht nur unsere Fraktion dieser Beschlussempfehlung nicht in allen Punkten folgen. Denn bei dem Antrag handelt es sich um einen Prüf- und um keinen Planungsauftrag. Und Dinge wie eine Überarbeitung der Bäderkonzeption speziell für das Sachsenbad, Wellness- und Gesundheitsangebote in städtischer Hand und komplett neue Badplanung, ohne dass es vorher eines entsprechenden Stadtratsbeschlusses erfolgte, gehen doch weit über die Intention des Antrages hinaus. Nachdem sich zunächst verbale Saalschlachten bei dem Thema andeuteten, konnten doch in vielen interfraktionellen Gesprächen die Dinge relativiert werden und so im federführenden Bauausschuss Einstimmigkeit über alle Parteien erzielt werden. Wobei ich insbesondere auch den Kollegen von der SPD und von den Piraten danke, dass sie da, sage ich mal, tatkräftig mitgeholfen haben. Ergänzend zu unserem Antrag, der Ihnen ja allen vorliegt, haben wir noch eingebracht, dass sämtliche Handlungsoptionen gleichermaßen zu prüfen sind und sich nicht nur auf beispielsweise auf ein Schwimmbad oder auf andere Dinge konzentriert wird und dass für alle möglichen Varianten, die vorgeschlagen werden, auch Folgekostenabschätzungen vorzulegen sind. Von den anderen Kollegen wurden noch einige Ergänzungen oder Änderungen eingebracht, welche von uns in der letzten Sitzung des Bauausschusses auch übernommen wurden. Und ich gehe mal davon aus, dass die Kollegen diese sicherlich nun selber noch erläutern werden. Abschließend möchte ich noch anmerken, wie bereits in der Fragestunde ausgeführt wurde, dass eine erste Prüfung ergab, dass zumindest aus dem Bereich Schwimmbad und Schwimmbadförderung vom Land leider keine Fördermittel zu erwarten sind, weil diese bereits in die Schwimmhalle Freiberger Straße eingeflossen sind. Ungeachtet dessen bitte ich um Zustimmung für unseren Antrag und stelle die Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses SB zur Abstimmung und hoffe, dass im Ergebnis auch die Verwaltung eine gewisse Kreativität an den Tag legt, um hier einen Erfolg und eine Nutzung zu finden und dass vor allen Dingen auch alle Parteien, die hier sich eingebracht haben, an dem Thema weiter mitarbeiten.
Wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt Fraktion Die Linke, Herr Dr. Schulte-Wissermann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen auf der Tribüne und auch natürlich im Stream. Jetzt kommt etwas aus der Abteilung Fordern und Liefern. Als ich mitgeholfen hatte, in Pieschen, bei den Pieschen-Piraten Wahlkampf zu machen, war immer unser Abschiedsformel und immer an das Sachsenbad denken. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt etwas haben, wo man auch tatsächlich sagen kann, jetzt haben wir einen Antrag vorliegen, jetzt können wir auch tatsächlich was machen. Ziel dieses Antrags, und ich bin der CDU sehr dankbar, dass sie den so formuliert hat, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, ich hatte auch schon so etwas Ähnliches in der Pipeline, aber die CDU war schneller und der beinhaltet ja, das Schlagwort ist Sachsenbad erhalten. So, Sachsenbad ist auf der einen Seite ein Gebäude, auf der anderen Seite steckt ja in Sachsenbad auch schon drin Bad. So, jetzt gibt es, und dass das Gebäude erhalten bleiben soll, einer Nutzung zugeführt werden soll, dass das schön wäre, glaube ich, ich denke, das ist mit großer Mehrheit Konsens in diesem Haus. Nun gibt es allerdings viele Ideen, wie man zu diesem kommen kann. Auf der einen Seite stellt sich natürlich die Frage, wer soll jetzt etwas machen? Soll die Stadt was machen? Soll ein Investor was machen? Soll man es in Erbbaupacht geben, irgendjemanden, der das machen kann? Ist das dann eine kommerzielle Nutzung oder können wir daraus, ja, also wer soll der Träger sein? Das andere ist natürlich, was soll man damit? Ich würde es sehr gerne als Schwimmbad sehen. Ich könnte es mir aber auch sehr gut als Stadtteilzentrum vorstellen. Es gibt auch andere Ideen und ich würde mal sagen, Ideen sind erstmal gleichwertig. Man kann ja von mir aus die Bibliothek oder ein Café da reinmachen. Man kann es irgendwie nutzen, man kann es auch kommerziell nutzen. Die Gemeinsamkeit bei all diesen Ideen ist, wir wissen nicht, ob es klappt oder nicht. Es steht keiner Schlange, der sagt, ich mache das jetzt. Und wir wissen nicht, was sind die finanziellen Implikationen, wir wissen nicht, gibt es Fördergelder auf dem Weg dahin, was müssen wir tun, müssen wir irgendwelche Förderumgriffe ändern oder müssen wir irgendwas in unseren Satzungen ändern, muss die Verwaltung in die Puschen kommen, brauchen wir einen politischen Entschluss dazu, das wissen wir alle nicht. Und deswegen ist es sehr schön, dass wir den Antrag jetzt so haben und es ist auch sehr schön, das sage ich wirklich, das kann als Beispiel dienen. Also aus der Abteilung Böhmen kommen ja sehr viele Sachen, die einen großen Konsens kriegen. Man kann nämlich mit uns tatsächlich reden und meine Rolle war da jetzt nicht unbedingt die des großen Ideengebers, aber vielleicht so des Mittlers zwischen den Welten. Und was rausgekommen ist, ist etwas, womit man, glaube ich, wirklich erstmal leben kann. Wir werden nachdem man jetzt, also wir werden das jetzt machen, dass man die Sachen genau untersucht und ich denke, dass wenn dann die Ergebnisse da sind, dass dann müssen wir alle auch den Allerwertesten in der Hose haben und dann auch tatsächlich etwas machen. Weil so wie das Sachsenbad da jetzt rumsteht, kann es nicht bleiben. Es muss etwas geschehen. Ich bin für viele Entwicklungen offen. Wenn es ein Schwimmbad wird, was ja auch die Bürgerinitiative dort möchte, dann wäre ich sehr froh. Wenn es was anderes wird, was sinnvoll ist für Pieschen, für diesen wirklich stark wachsenden Stadtteil. Wir haben ja gerade eben erst mit der Sternstraße hunderte neue Wohnungen beschlossen. Also wenn da etwas draus wird, da bin ich dann sehr froh. Und ich werde der Letzte sein, der das behindert. Im Gegenteil, ich werde dafür pushen. Und deswegen sage ich jetzt an alle und immer an das Sachsenbad denken. Dankeschön. Als nächstes Bündnis 90 Die Grünen, Frau Bischofsberger. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Staatsräte und Staatsrätinnen, nachdem Vincent Treves mich in der Pause besorgt angefragt hat, ob ich jetzt eine fundamentalistische Rede halte, kann ich sagen, keine Sorge, mache ich nicht. Und, aber ich kann natürlich nicht verhehlen, mein Herz schlägt für das Sachsenbad und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir am Ende das schaffen, dass das Sachsenbad wirklich saniert wird.
Dann, ich freue mich ganz sehr, dass dieser Antrag jetzt, dass wir den behandeln und dass wir uns auch alle einigen konnten auf eine Formulierung, die wir alle mittragen können. Und ich muss aber sagen, ehrlich, ich war ein bisschen verblüfft oder, nee, ich war irritiert. Ich war irritiert von dem Antrag, Herr Böhn, und zwar deswegen, weil wir schon seit Jahren uns in Pieschen für dieses Sachsenbad eingesetzt hatten und letztendlich das Bad in der Verantwortung der CDU lag und nichts passierte. Und es gab eine Bürgerinitiative, und die sich ewig dafür eingesetzt hatte. Und es gab auch einen Antrag der Grünen von 2011, der letztendlich schon mal einen ähnlichen Inhalt hatte. Sie kennen den wahrscheinlich noch. Dass im Grunde eine Suche nach einer Perspektive für das Bad in Gang gesetzt werden sollte und da ist eben nichts passiert. Und ich glaube, das war das, wo ich so dachte, das ist doch jetzt ein Ding, wieso es war in Ihrer Verantwortung und jetzt stellen Sie den Antrag. Aber ich bin lernfähig und sage, ich freue mich, dass wir jetzt gemeinsam da sind, dass wir uns gemeinsam darauf einigen können, eine Lösung für das Sachsenbad zu suchen. Und da wollte ich herzlich willkommen, liebe Gäste, noch sagen. Also ich freue mich sehr, dass wir uns in diesem Fall einigen konnten und dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Und ich fand die Zusammenarbeit, das hatte Herr Drews vorhin auch schon gesagt, zwischen allen Fraktionen ganz wunderbar. Ich bin sehr dankbar dafür, dass es in dieser konstruktiv sachlichen und zielführenden Art stattgefunden hat. Außerdem danke ich auch dem Ortsbeirat Pieschen und natürlich immer den Bürgern, die sich jahrelang aktiv für die Erhaltung des Bades eingesetzt haben. Ich freue mich auch, dass wir letztendlich sagen, es muss eine umfassende Prüfung her, weil solange es so viele verschiedene Auffassungen gibt, was mit dem Bad passieren soll, ist es klar, es muss das werden, was uns alle überzeugt am Ende, oder sagen wir die Mehrheit. Wir müssen eine Lösung finden, die uns alle erfreut. Und ich kann immer sagen, natürlich, ich würde das Bad bevorzugen, aber vor allen Dingen deswegen, weil ich die Bürgerstimmen so wahrnehme. Ich nehme wahr, dass die Dresdner eine ganz große Verbundenheit zu diesem Bad haben. Letztendlich gefühlt sagt jeder Zweite, er hat im Sachsenbad das Schwimmen gelernt. Und auch die Petition sprach sich eben für das Bad als Bad aus. Und das Ding ist, ich muss jetzt auch mal sagen, seitdem ich im Stadtrat bin, ich bin im Petitionsausschuss, es gab Petitionen, die sind alle weit unter 1.000 Unterschriften. Es gab eine Petition mit 1.000 Unterschriften, das war für die Erhaltung des Parkes Leutewitzer Park. Und das Sachsenbad hatte über 4.000 Unterschriften. Relativ flott hatte diese Petition diese Unterschriften eingesammelt. Und für mich zeigt das, dass es wirklich ein sehr, sehr, sehr großes Interesse in der Bürgerschaft gibt, dieses Bad als Bad wieder zu errichten. Letztendlich ist der Spruch, wenn Sie das sagen, dann komme ich auf die Frauenkirche zu sprechen, weil genau das ist der Spruch. Das Thema ist, dass ich glaube, dass es wirklich eine Bereitschaft gibt, auch bei den Bürgern sich dort mit einzubringen, weil das Bad einfach in den Herzen der Bürger ist. Außerdem ist es so, bin ich durch Sie ein Stück durcheinander gekommen, das tut mir leid. Wir kommen der Petition insofern nach, dass wir in diesem Antrag die Prüfung der Sanierung des Gebäudes als Bad und oder als Gesundheitsbad mit Möglichkeiten für medizinische Angebote veranlassen. Das ist letztendlich einer der Vorschläge der Bürgerinitiative, die wir hier mit aufgreifen und damit auch dieses Engagement würdigen. Finde ich wunderbar. Ich komme zum Abschluss. Ich bin mir sicher, dass die Sanierung des Sachsenbades keine Peanuts sind. Aber ich denke, wir Dresdner
haben gezeigt, dass wir groß denken können, dass wir, das zeigt die Frauenkirche, das Dynamo-Stadion, das Kulturkraftwerk Mitte und der Kulturpalast. Und ich denke, in diese Reihe könnte auch das Sachsenbad. Danke. So, als nächstes SPD-Fraktion, jetzt ist erst Herr Drewstra. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es ein großes Ärgernis für diese Stadt ist, dass dieses Gebäude Sachsenbad in dem Zustand ist, wie es heute ist, ungenutzt. Wir müssen Sicherungsmaßnahmen vornehmen, damit es nicht noch weiter verfällt. Und es sieht auch einfach nicht schön aus im aktuellen Zustand. Nun haben wir lange Jahre darüber debattiert, ob und wie wir in dem Sachsenbad-Gebäude wieder ein Bad reaktivieren können. Leider bis heute ohne tatsächlich da zu einem konkreten Ergebnis zu kommen. Und deswegen finde ich den Weg, den die CDU-Fraktion mit dem Antrag hier eingeschlagen hat, nämlich den Blick zu weiten nach anderen Nutzungsmöglichkeiten, den richtigen, weil es ist, glaube ich, für alle nicht hinnehmbar, dass das Gebäude in dem Zustand und ungenutzt, wie es jetzt gerade eben ist, auch bleibt. Ich möchte mich dem anschließen, was mir schon vorweggenommen worden ist von Frau Bischofberger, dass auch ich die Zusammenarbeit bei diesem Antrag sehr lobenswert fand. Und ich glaube, wir haben gemeinsam tatsächlich diesen Antrag auf einen guten Zustand gebracht und können den heute auch so beschließen. Ganz kurz, aus SPD-Sicht sind uns bei diesem Thema vor allen Dingen vier Punkte wichtig. Das erste ist, wir wollen, dass in diesem Gebäude eine Nutzungsperspektive zeitnah entsteht. Das zweite ist, und das ist eine Änderung, die wir im Ortsbeirat bereits beantragt haben und die es dann auch bis in die Beschlussempfehlung des Bauausschusses geschafft hat, wir als SPD können uns nicht vorstellen, das Sachsenbad zu verkaufen, weil die Gefahr, die wir dort sehen, ist, wenn wir dieses Gebäude verkaufen an den Privaten und der macht dann doch nichts, weil es vielleicht eben auch dem zu teuer wird, dann haben wir als Stadt überhaupt gar keine Handhabe mehr, was mit diesem Bad eigentlich passiert. Was wir uns stattdessen vorstellen können, ist durchaus, dass Private dieses Gebäude entwickeln, aber eben auf Grundlage eines Erbbaupachtvertrages und auch mit einem entsprechenden Konzept dahinter. Bei all der Diskussion um das Gebäude Sachsenbad darf uns aber auch die Schwimmbadsituation im Dresdner Nordwesten nicht von der Tagesordnung rutschen. Und das ist der dritte Punkt, der uns als SPD wichtig ist. Wir haben einen Alternativvorschlag gemacht mit einem möglichen Neubau einer Schwimmhalle an der Hakertstraße in Pieschen, die das Sachsenbad ersetzen könnte als Bad. Aber nichtsdestotrotz entbindet uns das natürlich nicht davon, auch mit dem Gebäude was Anständiges zu machen. Und der vierte und letzte Punkt, der aus SPD-Sicht besonders wichtig ist, wir müssen zeitnah zu einer Entscheidung kommen. Wir geben jetzt hier ein halbes Jahr der Verwaltung Zeit, die unterschiedlichen Nutzungsperspektiven zu prüfen. Danach ist aus unserer Sicht aber auch wirklich die Zeit reif zu entscheiden. Dann liegen alle Ideen, die bis dahin denkbar waren, auf dem Tisch. Und dann macht es auch keinen Sinn, noch einen Prüfauftrag und noch einen Prüfauftrag zu beschließen, sondern wenn diese Prüfung abgeschlossen ist, sollten wir hier uns alle tief in die Augen gucken und überlegen, was ist machbar und dann tatsächlich möglichst gemeinsam zu einer Entscheidung kommen. Das würde uns sehr freuen. Und ich hoffe, wir geben mit diesem Beschluss heute den Anstoß zu diesem Prozess. Vielen Dank. Wird FDP das Wort gewünscht? Wahrscheinlich der Fall AfD. War gerade da. Sonst jemand noch, der sich zu Wort melden möchte? Herr Kiesling, bitteschön. Ich hätte gern noch eine Auskunft von Ihnen, Herr Oberbürgermeister. Ich habe heute Morgen in der Fragestunde nach der Petition gefragt und wir haben jetzt diesen Beschlussvorschlag. Ist aus Ihrer Sicht dieser Beschlussvorschlag einschränkend gegenüber dem, was der Petitionsausschuss einstimmig beschlossen und gegenüber den Petenten verkündet hat, oder bleibt die Petition in dem Bestand, so wie im Petitionsausschuss beschlossen, unangetastet? Wir versuchen gerade aufzuklären, Ihre Frage. Gibt es weitere Wortmeldungen in der Zwischenzeit?
verstehe. Der Wunsch war, weil der Herr Toastmann gerade andere Thematiken besprochen hat, ob Sie noch mal ganz kurz wiederholen können, die Frage. Weil ich habe jetzt die Petition nie im Kopf. Also heute Morgen in der Fragestunde habe ich die Petition zitiert. Heute Nachmittag. Für mich beginnt der Tag eigentlich geistig erst mit der Stadtratssitzung. Vorher ist es noch der... Ja, genau. Also ich habe heute zu Beginn der Stadtratssitzung aus der Petition zitiert, sie ist sogar komplett vorgelesen, die Sie, Herr Oberbürgermeister, ja mit 4 Punkten beauftragt. Sie haben offensichtlich den Auftrag an Herrn Schmidt-Lamontaine weitergereicht. Mir war dort wichtig zu wissen, wann die Steuerungs- oder Arbeitsgruppe einberufen wird, aber die anderen Punkte sind ja konkrete Aufträge. Und da diese Petition vom Petitionsausschuss beschlossen worden ist und quasi nach außen gegangen ist zu den Petenten, würde mich jetzt interessieren, ob mit dem, was wir jetzt beschließen, diese Petition vollumfänglich erhalten bleibt oder ob wir etwas daran ändern. Das hätte ich einfach sehr gerne im Protokoll aufgenommen, denn es ist für mich leicht, diesem Vorschlag jetzt zu folgen, wenn die Petition erhalten bleibt. Wenn man aber zu der Einschätzung kommt, sie wird geschmälert, dann hätte ich schon ein Problem und dann müssten wir vielleicht noch was tun. Also ich sehe da keinen Widerspruch, sondern eher jetzt eine Erweiterung oder einige Punkte, die wiederholt werden. Und das Einzige, was nicht wiederholt wird, ist die Projektgruppe, aber die ist damit nicht ausgehebelt. Genau. So, weitere Wortmeldungen, Schlusswort des Einreichers, nicht notwendig. Kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Dann, wer dem zustimmen möchte, bitte ich um sein Zeichen. Gegenstimmen, Stimmenthaltungen. 61. Mit 61 Ja-Stimmen einstimmig angenommen. Das ist ein persönlicher Abschluss. Und außerdem sind wir mal vor der Zeit fertig. Vielen Dank, einen schönen Abend.